Wir brauchen eure Unterstützung, denn ihr habt verstanden, worum es geht. Ihr seid nicht starr in eurem Denken. Ihr könnt aufeinander zugehen und ihr lasst euch nicht verunsichern. Auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, und die wird es immer geben, wir stehen hier gemeinsam für eine große Sache, die weit über ein Schubladendenken hinausgeht. Wir stehen hier für Frieden auf der Welt. Merkt ihr, wie man uns ablenken will von dem Thema, das uns das Größte ist? Wir müssen zeigen, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir immer mehr werden. Wir grüßen alle Städte, die Seite an Seite stehen, und wir danken euch für die Unterstützung in den vergangenen Wochen. Vielen Dank euch allen! Denkt ein bisschen an den Müll, ihr Lieben. Das muss ich jetzt nochmal einschieben, weil letztens nach der Mahnwache lag hier eine ganze Menge Müll rum. Ich würde euch bitten, den Müll einzusammeln, den ihr mitbringt. Vielen Dank. Auch nochmal die Städte, die heute mitmachen. Aachen, Berlin, Bonn, Bremen, Bremerhaven, Dortmund, Dresden, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Kronau-Westfalen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Köln, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg, München, Regensburg, Rheine, Saarbrücken, Uelzen, Wilhelmshaven, Bautzen! Ja, Mann! Ich möchte hier an der Stelle auch nochmal ein riesiges Lob an die Polizei aussprechen, ihr Lieben. Seit 5 Wochen tun die alles für uns. Sie sind so super lieb, sie reparieren unsere Technik, sie lassen uns Sachen machen, die nicht angemeldet sind. Echt mal einen fetten Applaus für die Polizei, bitte! Ja! So, heute wird es gar nicht so politisch von mir, sondern ich will mit euch über was anderes reden. Ich will mit euch reden über die Kraft unserer Gedanken und wie viel Kraft in unseren Gedanken steckt. Ihr Lieben, guckt euch bitte einmal um. Guckt euch die Kleidung an, die jeder am Leib hat. Guckt euch die Gebäude an, die hier stehen. Guckt euch das Zelt an, guckt euch alles an. Wo kommt das her? Am Anfang war es der Gedanke in dem Kopf eines Menschen. Im Umkehrschluss bedeutet das, ihr Lieben, dass unsere Gedanken schöpferisch sind. Das, was wir denken, projiziert sich in die echte Welt. Und das ist nicht nur mit Gebäuden und mit Kleidung so. Das geht mit Liebe und Frieden los. Wir können nur Frieden und Liebe bringen, wenn wir von einem Standpunkt von Frieden und Liebe gehen. Aus Hass und Verunsicherung wird niemals etwas Gutes. Ihr müsst euren Standpunkt wechseln zu einem Standpunkt von Frieden und Liebe. Dann könnt ihr Frieden und Liebe geben. Bitte bedenkt, unsere Gedanken sind schöpferisch. Wir erschaffen durch unser Denken die Welt, in der wir leben. Das ist wirklich elementar. So, ihr Lieben, jetzt wird gleich Photon auftreten mit einem schönen Song für euch. Rüdiger Lenz wird sprechen, es ist ein bekannter Ringer, der wird über das Nichtkampfprinzip heute mit euch reden. Und vielleicht kommt ja noch ein anderer Redner, man weiß es nicht so genau. Wir machen mal wieder kurz 5 Minuten Pause, unterhaltet euch ein bisschen über das Gehörte und dann geht's gleich weiter, ihr Lieben. Vielen Dank. Wir sind das Volk! Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dazu will ich vielleicht noch kurz ein paar Worte sagen. Also ich kenne Lars auch erst seit der 2. Mahnwache und den Song habe ich davor geschrieben. Das heißt, das war völlig unabhängig voneinander, ist das entstanden. Und ja, ich habe einfach mal aufs Papier gebracht, was mich so bewegt, wie gesagt. Also. Und ich denke, vielen Leuten geht es so. Und ja, es folgen auf jeden Fall noch mehr Tracks und im Moment schreibe ich ganz fleißig an unserer Hymne für diese Bewegung hier, um da vielleicht auch ein bisschen Informationen reinzubringen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht werden auch jetzt endlich mal die Medien auf uns aufmerksam. Ich weiß, es ist gewollt, dass hier halt zum Beispiel RBB lieber über irgendwie, weiß ich nicht, über Katzen, wie Ken das immer gerne sagt, so berichtet, als über unsere Bewegung.
Ja, oder Hühner, genau, ja. Ja, okay. Ja, also, wie gesagt, ich bin auch kein Mann der großen Worte, jedenfalls nicht Offbeat sozusagen. Und deswegen schreibe ich lieber meine Texte und werde euch bestimmt nochmal was präsentieren, wenn ihr das wollt, natürlich. Nur. Dankeschön. So, ihr Lieben, jetzt muss ich auch einmal auf die Bühne kommen, um wenigstens zu gucken, wie viele Menschen bei dem Scheißwetter hier sind. Wir sind nicht mehr aufzuhalten, Mann, wenn selbst bei dem Wetter so viele Leute hier sind. Unglaublich, ich liebe euch alle. Wow. Ja, jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann kommt noch ein Redner und vielleicht kommt Ken FM ja auch noch heute. Man weiß es nicht. Ein anständiger Bürger hat immer was zu sagen. Bis später. Überall. Einfach mitmachen. Super Ding, dass ihr alle hier seid. Danke. Auf jeden Fall hingehen, ihr Lieben. Auf jeden Fall hingehen. Und wir können ja nochmal versuchen. Was wollen wir? Wir. Lauter! Jawohl! Also ihr Lieben, jetzt gibt's eine Überraschung, mit der hat keiner gerechnet und er ist erst für nächsten Montag angekündigt. Ein Riesenapplaus für Andreas Pop! So, danke. Hallo. Liebe Freunde, ich bin sehr beeindruckt, weil ich das erste Mal in einem solchen Rahmen hier überhaupt spreche und das ist nicht einmal geplant. Erst einmal freue ich mich ganz besonders über die vielen verschiedenen unterschiedlichen Menschen, weil ich gesehen habe, dass im Internet schon diskutiert wird, dass es sich hier um extremistische Verhandlungen handelt und das ist natürlich unglaublich, aber radikal sind sie schon. Radikal kommt aus dem lateinischen Radix und Radix heißt die Wurzel. Und wir müssen die Probleme an der Wurzel fassen und nicht einfach nur an der Oberfläche zupfen. Das ist der entscheidende Punkt. Liebe Freunde, was eins wichtig ist, die Emotionen gehen sehr hoch und die Zeitqualität ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer heutigen Zeit. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir auch das Richtige zur richtigen Zeit machen und nicht das Richtige zur falschen Zeit, denn dann ist es plötzlich das Falsche geworden. Wir dürfen das nicht unterschätzen. John F. Kennedy hat das Richtige gemacht, aber zur falschen Zeit. Martin Luther King, einer der wichtigsten Menschen auf dieser Erde, hat das ganz Wichtige gemacht, aber zur falschen Zeit. Alle haben interessanterweise ein ähnliches Schicksal. Ich möchte ungern mich dort einreihen müssen. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich in Kanada lebe und ich bin erst nächste Woche dran und ich werde nächste Woche versuchen, mal die Grundlagen darzustellen und zwar ein wenig verhaltener, nicht aufrüttelnd, aufputschend, denn das sind relativ schnelle Strohfeuer und Strohfeuer kommen und gehen. Es macht wenig Sinn, wenn wir uns einmal hochpushen und dann plötzlich sackt es zu Hause wieder ab und alle sind dann plötzlich wieder allein und dann fällt man wieder in den täglichen Frust zurück. Das ist eins der Hauptprobleme und deshalb bitte ich euch, euch auch mit Dingen zu beschäftigen. Bildet euch. Ich meine wirklich bilden, von gebildet. Ich gehe den Begriff Ausbildung, übrigens ist ja ein wunderbarer Begriff, es ist also aus mit der Bildung. Und ich kenne unglaublich viele bisschen näher. Okay, ich muss näher ans Mikrofon, dann gibt es keine Rückkopplung, ich esse das Ding hier auf. Meine Damen und Herren, also Aus- und Bildung ist eine komische Kombination. Ich spreche lieber vor gebildeten Menschen als vor ausgebildeten Menschen. Denn die haben es schon meistens hinter sich. Durch das Expertentum,
Es gibt immer mehr Leute, die immer mehr von immer weniger wissen. Wir reden über Demokratie, aber keiner weiß, was das ist. Ich war gerade in Russland. Ich habe mich gerade mit Personen gesprochen, die direkt in der Duma vorhanden sind und auch Einfluss nehmen. Ich war gerade in Österreich, ich bin in Kanada, ich bin viel auf der Welt unterwegs und habe auch mit sogenannten hochrangigen Politikern zu tun. Und man stellt fest, dass der Kenntnisstand dort eben halt sehr unterschiedlich ist. Wir dürfen nicht unterscheiden die Politiker nach Parteien, sondern wir müssen sie unterscheiden in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, ich nenne sie mal die Parlamentsfüllmasse, die ist, ich meine das nicht angegriffen, die ist so harmlos, dass sie das Problem nicht im Ansatz verstehen und auch das System nicht und aus diesem Grunde auch niemals gefährden können. Das dürfte die große Masse sein. Ist aber so gerissen, dass er das System für sich nutzt. Und das ist das Problem, mit dem wir zu tun haben. Meine Damen und Herren, das fängt damit an, dass wir wissen müssen, was ist eigentlich Demokratie? Übrigens, im Grundgesetz steht nicht drin, dass wir in einer Demokratie leben, sondern wir leben nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Oh, wer kennt denn den Unterschied? Da fängt es nämlich leider schon an. Und ich möchte euch, sie bitten, sich mit diesen Themen wirklich definitiv auseinanderzusetzen. Geht auf unsere Seite, wissensmanufaktur.net. Wir sind unkommerziell, also das kann ich sagen. Wir verkaufen keine Räumerdecken, keine Autos und auch nichts. Und wir verkaufen auch keine Adressen, denn ich bin damit durch. Ich war mal ein ehemaliger Unternehmer. Ich war mal einer von den anderen, bis ich es verstanden habe und dann bin ich ausgestiegen. Wir Menschen gehören alle zusammen. Deshalb freue ich mich, wenn hier so unterschiedliche Menschen sind. Das ist kein deutsches Problem, kein europäisches, sondern ein Problem dieser Welt. Die Amerikaner sind meine Freunde, aber ich meine nicht die US-Administration. Das ist ein großer Unterschied, meine Lieben. Die Russen, die Franzosen, die Engländer, sie sind unsere Freunde, aber das hat doch nichts mit der City of London zu tun oder mit der Königin. Das hat damit nichts zu tun. Die Amerikaner leben in Zelten und werden ausgebeutet. Ich weiß, wo das ist, ich komme aus Nordamerika, wenn auch in Kanada, das ist eine Etage höher, aber also höher von der Grafik. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das zu erleben. Ist er schon da? Ich mache gerade nur die Lückenbüßung. Ist er schon da, der? Okay, alles klar. Ich muss noch Pause machen. Das war ja natürlich nicht geplant. Für mich ist es wichtig, wir müssen eben halt nicht unterscheiden nach Hautfarbe, nach Herkunft oder auch nach Religion. Jeder ist mir willkommen, egal wie er ist. Egal welcher sexuellen Neigung er angehört, solange er nicht anfängt zu missionieren und andere zu belästigen und in ihrer Freiheit einzuschränken. Das ist für mich entscheidend und um mehr geht es nicht. Ist übrigens schön, hier oben zu stehen. Ich wusste das gar nicht. Es ist wirklich spannend. Es ist viel entspannter, als ich erwartet habe. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, ein ganz kleines bisschen, weil ich das eben halt sonst nicht kenne, weil ich spreche sonst in geschlossenen Räumen und da ist auch relative Ruhe, aber hier ist ja auch relative Ruhe. Ich merke ja, man hört zu. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Demokratie. Deme, das kommt aus dem Altgriechischen und heißt das Dorf. Das heißt, Demokratie hat als ersten Halbbegriff die Deme, das Dorf, das heißt die Regionalität, die Kleinheit, die Autarkie, Familie, Sippe, Dorf. Das kommt aus dem Altgriechischen. Das ist zwar fast ein Vortrag, aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Denn Demokratie kann nur im Kleinen funktionieren. Und Demokratie ist nicht, dass das Volk herrscht, sondern das Volk lediglich die Macht hat. Wir müssen dort sehr, sehr deutlich unterscheiden in diesen Details. Auch wenn das alles immer relativ langweilig teilweise klingt für die Menschen, weil sie sagen, was diskutiert ihr über die Situation? Kraten heißt übrigens, das ist von der zweite Teil von Demokratie, heißt eigentlich übersetzt den Wagen ziehen. Das ist ein selbstverwaltendes Dorf, ein sich selbstverwaltendes Dorf. Das heißt, wir müssen endlich auf Regionalprinzipien umschwenken.
Wir müssen aufhören, das Thema Nationalität zu diskutieren, sondern das Thema Regionalität einzuführen. Das ist auch nicht so negativ besetzt. Ich glaube, dass wir ein sehr kleines Zeitfenster zurzeit haben, denn im Moment ist es außerordentlich dramatisch auf dieser Erde. Die Japaner lassen ganz einfach bei TEPCO dort 400.000 Liter oder was auch immer einfach in den Pazifik reinlaufen. Es ist einfach unglaublich, was dort abläuft. Die Quelle dort unten im Golf von Mexiko, dieses Horizon oder wie das Ding heißt, das läuft wahrscheinlich auch noch immer. Keiner weiß so wirklich, was läuft. Wir haben Atomkraft. Das ist die teuerste Energieform der Erde. Die teuerste und nicht die billigste. Was ist mit Tschernobyl? Tschernobyl hat ein Problem. Da muss jetzt ein neuer Sarkophag raus. Wer hat eigentlich von dem günstigen Strom partizipiert? Das war der alte... Den können wir jetzt die Rechnung für einen neuen Sarkophag an den Grabstein tackern. Ja, wunderbar. Und hier genau liegen die Probleme. Und woran liegt das? Weil die Menschen eben halt nicht ihr Leben selbst in die Hand nehmen, sondern sich steuern lassen. Führer brauchen in jeder Form. Ich bin auch bekennender Nichtwähler. Aber nicht, weil ich sage, wählen an sich wäre schlecht. Nein, es müsste nur Wahlen geben. Dann würde ich auch wählen. Natürlich würde ich wählen. Der Weg nach oben korrumpiert die Menschen. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, auch in der heutigen gängigen Politik. Ich kenne viele Abgeordnete, hier sowohl in Berlin als auch in anderen Ländern. Und wissen Sie was? Die meisten sind verzweifelt. Die Parlamentsfüllmasse ist nicht glücklich, das sind nicht unsere Gegner. Das sind die Leute, die verzweifelt sind und selbst nicht mehr weiter wissen, die irgendwann entnervt aufgeben oder einfach gehen. Und wenn wir sie wählen, dann haben wir genau dasselbe. Wir sollen jetzt in die EU, wir sollen die EU wählen, das EU-Parlament, man nennt es Parlament. Ich dachte, in einem Parlament sind gewählte Leute. Dort sitzen Leute, nicht einer ist gewählt. Das ist ein Abschiebekreis für abgehalfterte Politiker, die man weggeschoben hat. Das ist das Problem. Und die vertreten heute nichts anderes als die große Lobby des Kapitals. Wir müssen einfach erkennen, dass unglaublich viele Menschen sehr, sehr verarmen, während eine ultrakleine Gruppe immer mehr verreicht. Ich bin in Ländern gewesen, wo es Armut und Reichtum gibt, in Südamerika zum Beispiel in sehr starker Form. Da geht man beispielsweise nach Sao Paulo. Dort geht man in Armutsviertel rein, wo man Menschen sterben sieht. Das ist nicht leicht. Das ist auch nicht leicht durchzustehen. Und das berührt einen emotional zutiefst. Und man denkt, um Gottes Willen, ich möchte hier nicht leben. Und dann geht man in die reichen Viertel. Und dann stellt man plötzlich fest, überall große Mauern. Und überall sind irgendwelche spanischen Reiter oben drüber. Und keiner traut sich raus, weil man Angst hat vor den Übergriffen aus den Armutsvierteln. Und dann stellt man fest, hier möchte ich auch nicht leben. Und dann wird das ganz logisch und das fällt dann wie von Schuppen von den Augen. Wenn wir alle halbwegs vernünftig, sogar ganz rational rangehen, wir können uns zwar mit irgendeiner Konsumverstopfung über die Last des Alltags hinwegtäuschen lassen, aber doch nicht auf Dauer. Die Dekadenz macht nämlich genauso wenig glücklich. Die Leute sind genauso kaputt und brauchen genauso die Hilfe. Bloß sie verstehen auch selbst nicht das System. Da liegt das Problem. In der nächsten Woche möchte ich gerne auf diese Themen ein bisschen eingehen. Und es wäre schön, wenn alle pünktlich sind, weil ich fange um 6 Uhr einfach an. Und das wird nicht so sein, dass dort... Es wird kein Pushen sein, das soll es nicht sein. Ich bitte jetzt nicht Riesentrauben um mich zu bilden, denn das ist sehr belastend zum Teil. Das meine ich nicht böse. Ich möchte, dass jeder von euch, von Ihnen, sein eigenes Ich entdeckt, seine Stärke entdeckt. Ich möchte nochmal auch hier für die Polizei, die dort drüben steht. Das ist mir außerordentlich wichtig. Ich kenne selbst sehr viele Leute auch aus der Polizeiebene. Die meisten sind nicht glücklich.
Und zu Recht, weil sie sehen, welche Ungerechtigkeiten dort laufen. Sie sind geschult worden auf Recht und Unrecht und stellen fest, nichts von dem tritt nachher ein, wo man mal irgendwann mit Euphorie an seinen Job rangegangen ist. Wie ein Mediziner, der Leute heilen will und eigentlich nur noch Papierkrieg macht von morgens bis abends, aber der Einzige, der stört, ist der Mensch. Wie in der Politik. Das ist unser Problem. Okay. Liebe Freunde, das war ein ganz kurzer Exkurs. Ich danke euch fürs Zuhören und gebe an den Lars wieder zurück und auch einen großen Applaus für den Lars für diese tollen Veranstaltung. Dankeschön. Danke. Danke. Andreas Popp, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann sage ich auch noch zwei Wörter hier oben auf der Bühne. Erstmal ist ja echt beeindruckend, dass ich immer noch keine Medien sehe. Alter, wir sehen hier nicht ein Fernsehteam, nicht ein Zeitungsteam, wir sehen hier gar nichts. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich habe gerade gehört, dass das ZDF gesagt hat, für die paar hundert Leute kommen die nicht. Sag mal, wen wollen die denn verarschen? Unglaublich! Wir machen uns... Ja, genau, die müssen Propaganda machen. Der RBB hat gesagt, hier haben wir vorhin schon erklärt. Dann sind wir wohl alles Hühner hier heute, ist doch toll. Wir gackern halt ein bisschen. Lasst uns noch kurz warten. Hier sind noch zwei, drei Redner auf dem Weg hierher. Wie gesagt, wenn alle fertig sind, ist die Veranstaltung eh beendet. Fragt mich Fragen, redet miteinander und wie gesagt, in 5 Minuten geht's weiter. Vielen Dank. Wir haben hier noch eine Wortmeldung gab's noch. Komm, ich mach mal was ganz Mutiges. Ich lasse ja sonst eigentlich keinen reden, wo ich nicht weiß, was er sagen will, aber komm noch mal her hier. Und wir haben ja immer noch die Macht übers Mikrofon. Also sei anständig, mein Lieber. Ja, mein Name ist Edmund Stranzenbach und es sieht toll aus von hier oben. Super. Aber das ist nicht alles, was ich zu sagen habe. Ich bin schon sehr, sehr lange in Berlin. Soweit? Besser? Also ich bin schon sehr, sehr lange in Berlin und ich war hier schon zu Demonstrationen, als es um den Vietnamkrieg gab. Da habe ich gelernt, ja, Dankeschön. Aber da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass das Wort Widerstand auf jeden Fall sehr zweischneidig ist. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall den Lars und seine Initiative hier sehr unterstützen zum Thema Friedensbewegung. Ich glaube persönlich zutiefst, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Leben in eigener Verantwortung und in Liebe zu gestalten und dass es keine Macht der Welt gibt, die ihn daran behindern dürfte, sollte. Ich habe in meiner eigenen jüngeren Vergangenheit festgestellt, dass ich mein Leben nicht in Freiheit und in Liebe gestalten kann. Und deswegen bin ich zu einem ganz bestimmten Schluss gekommen und den möchte ich euch gerne erzählen. Ein Schlüsselereignis für mich war eine Demonstration zum Thema Atomkraft in Gorleben. Ich bin da hingefahren, weil ich als Physiker, als ausgebildeter Physiker, auch meine ganz, ganz großen Zweifel habe, ob diese Atomkraft für uns kleine Leute, nicht für die Industrie, aber für uns kleine Leute wirklich Sinn macht. Und ich habe ganz, ganz viele frustrierende Erfahrungen dort gemacht. Ich habe Ableger von Parteien gesehen, die auf Stimmfang gehen. Ich habe Organisationen gesehen, die ganz normale Demonstranten verheizen, indem sie 3 Tage lang bei 20 Grad minus auf die Straße setzen. Und wenn der Castor dann tatsächlich kommt, sind die so kaputt und müde, dass die ganz freiwillig wieder gehen. Also die Erfahrung für mich war im Wesentlichen ganz, ganz schwierig. Ich habe sogar mit ganz, ganz vielen Einheimischen gesprochen. Leute, die da ihren Hof haben, die ihre Kinder da großziehen, die da seit Generationen leben, die da Lebensmittel anbauen. Und auch die haben gesagt, ja, wir können doch nicht gegen diesen Staat aufstehen, wir können nicht gegen diese Ordnung aufstehen, weil die brauchen wir noch. Die haben auch an der Stelle, glaube ich, einfach noch nicht verstanden, wie tief und wie weitreichend diese ganze Institution ist. Der Lars hat immer wieder gesagt,
guckt euch das Federal Reserve an. Und genau so wie das Federal Reserve stecken wir hier bei uns auch in dem gleichen Problem drin. Ganz tief. Und dann gab es ein Ereignis, das mich richtig bewegt hat. Ich stand dann relativ nah bei dem anrückenden Castor an einer Gruppe von, ich sag jetzt mal, Sicherheitskräften. Ja? Es war gerade nichts los. Die haben da gestanden, haben gedacht, sie unterhalten sich unter sich. Und jetzt ratet mal, worüber die sich unterhalten haben. Ihr werdet es nicht glauben, aber die haben sich unterhalten darüber, was sie an dem Wochenende verdienen. Ja, was sie zusätzlich verdienen, was sie für Sonderschichten für Geld kriegen und all diese Dinge. Und da habe ich bei mir gedacht, so, mein Lieber, hier triffst du eine Entscheidung. Mein Kampf gegen das System und gegen vor allen Dingen das Wirtschaftssystem ist der, ich entziehe diesem System meine Unterstützung in Form von Geld. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Ich habe die Entscheidung getroffen, keine Steuern mehr zu zahlen. Ich zahle jetzt seit 8 Jahren keine Einkommensteuer mehr. Ich bin freiberuflich tätig. Ich zahle auch keine Mehrwertsteuer mehr. Ich stelle meine Rechnung ohne Mehrwertsteuer. Und es gibt Leute, die das nicht begriffen haben und mir immer noch Mehrwertsteuer bezahlen. Die führe ich ab an gemeinnützige Organisationen. Und es gibt aber auch Leute, die das begriffen haben und tatsächlich meine Rechnung bezahlen ohne Mehrwertsteuer. Ja? Ich kann euch sagen dazu, ich habe inzwischen 1-2 Prozesse verloren deswegen, zwangsläufig musste ich verlieren, weil das System sonst nicht mehr existieren würde. Ja, ich kann euch sagen, ich bin deswegen schon einige Tage in der Strafvollzugsanstalt in Vulko gewesen. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, ich habe mich da hinfahren lassen, ich habe die Jungs beobachtet, die da rumlaufen für 3 Tage und habe festgestellt, das sind ja keine Verbrecher, die sitzen da auch nur wegen ein paar Kröten. Die sitzen da, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Aber ich lebe noch. Ja, ich wehre mich und ich lebe noch und ich bin ganz, ganz sicher, dass ich weiter existieren werde, obwohl ich diese Entscheidung getroffen habe. Und deswegen kann ich euch nur sagen, wenn ihr in dieses System schaut, ihr werdet es immer mit Leuten zu tun haben, die dieses System vertreten. Das Wirtschaftssystem, das politische System. Aber macht euch keine Angst darum. Die sind nur bezahlt. Wenn ihr ihnen das Geld entzieht, dann hauen die einfach ab. Die verschwinden. Na, die gehen einfach nach Hause. Die kommen einfach nicht mehr. Und was ihr tun könnt, ganz was Einfaches. Kommt hierher, obwohl ihr nicht bezahlt werdet. Kommt hierher und pflegt eure Leidenschaften. Ja? Pflegt eure Leidenschaften, ihr tut es, weil ihr wisst, dass das, was ihr macht, richtig ist. Weil ihr es für euch und eure Kinder braucht. Weil ihr den Frieden wollt, dauerhaft und langfristig. Und dieses System diesen Frieden weder dauerhaft noch langfristig für euch garantieren kann. Pflegt eure Leidenschaft und entzieht ihnen das Geld. Danke. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch eine Information von der Polizei gerade bekommen. Nächsten Montag können wir nicht hier sein, dann müssen wir wieder zum Potsdamer Platz. Ist total egal, ich sag's euch nur, damit ihr es wisst, okay? Also, nächsten Montag Potsdamer Platz und bringt jeder noch einen mit, bitte. Das muss jetzt langsam mal explodieren hier, Mann. So, nochmal 5 Minuten Pause, beziehungsweise nein, wir haben noch einen Redner. Der Herr mit dem Hut. Namen kann ich mir eh nicht merken, ey. Ich krieg 50 Anrufe am Tag, ey. Hammer. So, vielen Dank. Bitte sehr. Um zu schließen zu der ganzen Problematik und zu zeigen, welcher Geist eigentlich in dieser Gesellschaft einfach herrscht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, da mal einen großen, großen Bogen zu machen. Und das habe ich versucht in dem Text. Ihr braucht ein bisschen Geduld, aber ich versuche euch wirklich mit eindringlichen Bildern diesen Geist, der hier herrscht, zu schildern. Ich fange einfach an.
angesichts des möglichen und notwendigen Stromes an Erkenntnissen zur Lösung zukünftiger gesellschaftlicher Aufgaben erscheint mir der Ruf der Politiker nach Solidarität der Arbeitslosen mit den in Erwerbsarbeit Beschäftigten als klägliches Rinnsal, das in keiner Weise geeignet ist, das weite Feld der vor uns liegenden Aufgaben fruchtbar werden zu lassen. Ihr Ruf nach Solidarität entspringt einer Monokultur des Denkens, nämlich der Monokultur des Gedankens der Gewinnmaximierung als alleiniger Antrieb menschlicher Arbeit. Ihr Ruf nach Solidarität kultiviert diese absurde Idee. Das Gen der Gewinnmaximierung hat all unsere Lebensbereiche verseucht und die Hoffnung, dass eine weitere Steigerung des schon im Übermaß vorhandenen Überflusses irgendwelche gesellschaftlichen Lösungen hervorbringt, ist durch die Realität längst widerlegt. Stattdessen ist genau dieses Gen, dieses Übermaß, dieser Tanz um das goldene Kalb zum Zentrum und Damoklesschwert für uns und zukünftige Generationen geworden. Ihr Aufruf zur Solidarität ist somit nicht der Aufruf zur Solidarisierung mit der tatsächlichen menschlichen Natur oder gar mit einzelnen Menschen. Nein, es ist vielmehr der Aufruf zur Solidarität mit einem zum Untergang verurteilten Gedanken-, Werte- und Wirtschaftssystem. Dieses System erhebt den aus der Biologie bekannten Prozess des ungebremsten Wachstums, Krebs, zur obersten Maxime. Es deklariert diesen Krebs zum Wirtschaftserfolg und vermisst seine Wachstumsraten täglich an den Börsen dieser Welt. Ihr Aufruf zur Solidarisierung verkennt das wahre Ausmaß der zerstörerischen Kraft eines solchen Systems. Ein System, das die Diktatur einer Zinseszinsherrschaft nährt, die nach nichts anderem trachtet, als alles Lebendige zu toter Materie zu vergolden und jeden bekämpft, der sich bewusst oder unbewusst dieser Logik entzieht. In einer Gesellschaft des absoluten Überflusses, einer Gesellschaft, die es sich erlaubt, bis zur Hälfte ihrer produzierten Lebensmittel ungenutzt zu entsorgen, in kilometerlangen Regalen Süßigkeiten klimatisiert, hegt und pflegt, während weltweit Menschen auf den Straßen an Hitze und Hungertod sterben. Eine Gesellschaft, die Bewegung mit Bewegtheit verwechselt, wir uns in Flugzeugen und Autos hunderttausende Kilometer bewegen lassen, ohne uns selber zu bewegen, um dann in Fitnessstudios auf den Laufbändern auf der Stelle zu treten und endliche Ölreserven dazu nutzen, um in immer mehr größeren und schwereren Autos immer länger im Stau zu stehen. Eine Gesellschaft, in der unsere Lebensmittel täglich Weltreisen hinter sich bringen müssen, um auf unseren Tellern zu landen und uns die Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie die unverdauliche Lügensuppe mit ihren Geschmacksverstärkern aus der Werbung und den Chemielabors schmackhaft machen möchte, dass nur sie es seien, die die Welternährungsprobleme lösen könnten, dabei völlig ignorieren, dass ökologische Landwirtschaft einen bis zu fünffach höheren Ertrag in der Summe der Eiweiß- und Kohlenhydrate erwirtschaftet, als das Monokulturen jemals können. Eine Gesellschaft, die mit ihren chemischen Waffen auf unsere Felder und Nahrungsmittel zielt, um dann in den Mägen und Därmen der Menschheit zu treffen. Eine Gesellschaft, in der nur drei Buchstaben zum Alphabet des Konsums geworden sind. XXL. Eine Gesellschaft, die über die Bildschirme täglich hunderte Tote unseren Kindern in ihre Wohnzimmer und Herzen schickt und diese in ihre regungslos vor dem Bildschirm sitzenden Körper pflanzt, versüßt mit den bunten Pausen irreführender Werbebotschaften. Eine Gesellschaft, viel Arbeit bedeutet, kein Depressiver, Schaf, Terrorist oder Zyniker zu werden. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir in einem gigantischen Akt der kollektiven Bewusstseinsspaltung Oberflächen von ihren Inhalten trennen, grausame Wahrheiten immer schöner verpacken,
Bilder von glücklichen Hühnern auf die Packungen von gequälten Tieren drucken und Ausbeutung, Kinderarbeit und Ungerechtigkeit mit den farbenfrohen Deckmäntelchen großer Marken verkleiden. Eine Gesellschaft, die ebenso resistent gegen millionenfaches Leid unserer Tiere geworden ist, wie die tödlichen Keime, die wir in deren Mägen durch quälende Haltung und Fehlernährung heranzüchten. Eine Gesellschaft, die aus maßloser Profitgier die Gensequenzen unserer Schöpfung zu Patenten großer Konzerne umschreibt. Ja, ich finde, das hat Applaus verdient. Danke. Eine Gesellschaft, die durch den Kampf um Aktienwerte den Krieg in Gesellschaften auslöst und so steigende und fallende Aktienkurse zu Guillotinen für Hunderttausende von Hungernden, Arbeitslosen, Rentnern und Armen werden. Einer Gesellschaft, in der die zunehmende Verdrängung der Menschen aus ihren Wohnungen, Lebens- und Arbeitswelten der Ausdruck einer flächendeckenden Autoimmunerkrankung unseres Staates ist, der die Kapitalmärkte zum Freund, aber seine eigenen Bürger zum Feind erklärt, sie ausspioniert und in der Ausübung ihrer demokratischen und bürgerlichen Rechte behindert. Eine Gesellschaft, in der Weltkonzerne den Menschen zuerst ihre Lebensgrundlagen rauben, um sie ihnen dann in Flaschen und Dosen teuer zurückzuverkaufen. Eine Gesellschaft, deren Industrialisierung immer ihren Anfang in der Auslöschung, Vertreibung oder Entrechtung indigener Völker hat. Eine Gesellschaft, in der wir durchschnittlich 40% jedes ausgegebenen Euros dazu verwenden, Schulden zu Berge zu begleichen, die eines anderen Geldhaufen sind. In einer solchen Gesellschaft müssen wir umdenken. Wir leben in einer Gesellschaft, die unsere Kinder mit Marken aufrüstet und Gefahr läuft, zukünftige Generationen unter den Abfallbergen dieser Produkte zu begraben. In einer Gesellschaft, in der die wertschöpfende Bildung in Kindergärten der verlassene Nebenschauplatz der Deutschen ist, um stattdessen Anführer auf dem Spielplatz der Bundesliga verkommener Finanzspiele zu sein, um dann mit diesem Geld die Universitäten und die Forschung zu Vorhöfen der Wirtschaft zu privatisieren. In einer Gesellschaft, in der die Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik das Wissen in Schulbaracken verwaltet, statt es in Menschen fruchtbar werden zu lassen. Eine Gesellschaft, in der die lebendige Tiefe des Wissens in unseren Bildungseinrichtungen unangetastet bleibt, weil der Takt der Schulstundenzerstückelung und das in den Amtsstuben und Köpfen wütende Notensammelsystem der Bildungsbürokratie an den Wurzeln der Neugier und der Lust zum Lernen nagt. Ich werde heute nicht auf eine Bühne gehen und ich werde auch zukünftig nicht mehr auf Bühnen gehen, und zwar aus einem Grund: Was wir nicht brauchen, ist Personenkult. Wir brauchen keinen Personenkult. Und wir brauchen auch keinen neuen Anführer. Das brauchen wir nicht, weil jeder neue Führer könnte euch theoretisch in eine falsche Richtung führen, was immer dabei herauskommt, wenn man führt. Denn das, wo ich euch hinführen würde, theoretisch, würde euch in jedem Fall von euch wegführen. Das sollt ihr nicht. Ihr sollt den Weg nach innen gehen. Deswegen stelle ich mich nicht auf eine Bühne. Schaut euch selber an. Ich möchte an dieser Stelle euch ganz herzlich gratulieren und auch Lars als einen ganz normalen Bürger ganz herzlich gratulieren. Weil ihr habt etwas bewiesen, auf was es ankommt, und ohne das geht es nicht. Obwohl diese Bewegung sehr, sehr stark angeschossen wird, werde ich auch gleich zwei Sätze zu sagen, habt ihr den Mut bewiesen, hierher zu kommen, denn damit macht ihr euch angreifbar. Gebt euch selber einen Applaus dafür. Yeah.
Das war nicht schlecht, aber dafür, dass wir so ein mieses Wetter haben und ihr schon ganz schön lange hier draußen steht und zum dritten oder vierten Mal, kann der Applaus ruhig größer sein. Ihr seid mutig. So, wenn man sich das anschaut, was im Internet so auch über uns, diese Bewegung geschrieben wird, es ist eine Volksbewegung, da höre ich immer wieder solche Begriffe wie Neo-Rechts. Ich kann nur sagen, es ist erbärmlich und hilflos, was vor allem linke Köpfe, die ich mal geschätzt habe, über diese Bewegung schreiben. Aber um das Ganze zu entkräften, der Mann, der diese Bewegung quasi, ja, im Internet gelesen hat, nämlich eine Nachricht eines Mädchens, warum geht niemand auf die Straße, der Mann, der das getan hat, Lars Meerholz und ich, uns verbindet etwas. Uns verbindet, dass wir beide Fallschirmspringer sind. Und Fallschirmspringer, ich bin ja als Reporter oft in der Situation, neue Berufe erlernen zu müssen. So habe ich auch Fallschirmspringen gelernt. Fallschirmspringer bringt einen Menschen, weniger gelogen wird. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr müsst die Pyramidensysteme auflösen. Denn bei einem Pyramidensystem hast du jemanden oben an der Spitze, den du kontrollierst. Das ist ja auch bloß eine Puppe. Und wenn der nicht mitspielt, dann verschwindet er irgendwie. Wenn es aber keine Pyramidensysteme mehr gibt, sondern auf Augenhöhe, dann kannst du die Person X, die etwas sagt, entfernen. Sie wird sofort ersetzt durch Person Y. Das ist die Macht in diesem System, was wir im Moment vor uns haben. Ein System auf Augenhöhe, also das aktuelle hier auf der Straße, meine ich, das Internetsystem. Das ist ein dezentrales System und davor hat die Pyramide Angst, denn es ist wie ein Schwarm. Du kannst diesen einen Fisch rausschnappen, da kommt schon der nächste. Und die Frage ist natürlich, die wir uns immer stellen müssen, wenn wir uns auf irgendeinen Ort irgendwo versammeln, was heißt denn das jetzt für mich konkret? Und ich erinnere mich daran, ich habe mal gearbeitet mit einem Sender hier in Berlin, der RIAS TV übernommen hat, ich nenne ihn nicht beide, wie er heißt, und da hat mein Chefredakteur, von dem ich eine Menge gelernt habe, zu mir Folgendes gesagt, am Ende einer Diskussion, wer was macht, wo drei Leute in einem Raum sitzen oder vier, und dann hat er am Ende gesagt, ja, was heißt denn das jetzt konkret? Du übernimmst die Aufgabe, du übernimmst jene und so weiter, damit es später keine Missverständnisse gibt. Ihr kennt das, ich dachte, du holst den Wagen. Ich dachte, du holst die Kamera. Nee, das habe ich nur gedacht. Verteilt die Aufgaben konkret. Ihr müsst euch die Frage stellen, wer übernimmt denn jetzt etwas konkret? Ihr müsst euch konkret machen. Es bringt überhaupt nichts, nur zu faseln, Ideen zu haben und sagen, das ist toll, da komme ich jeden Montag jetzt vor das Brandenburger Tor oder in einer anderen Stadt, da sagt mir jemand, wie es sein könnte, aber ich konkret mache gar nichts. Weil es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass diese Gesellschaft sich ändern kann, aber ich kann so bleiben, wie ich bin. Und das ist die unangenehme Wahrheit. Wenn ich in dieser Gesellschaft etwas verändern will, dann ist die einzige Person, auf die ich wirklich 100% Zugriff habe, ich selber. Ich muss bei mir selber anfangen.